Weißt du, deine Umstände sind nur deine Umstände. Ich meine damit die Situation in deinem Leben. Die Herausforderungen, die Probleme, die Umstände sind nichts anderes als eben die momentane Situation, eben die momentanen aktuellen Umstände, der Ist-Zustand, der Jetzt-Zustand, der sich allerdings jederzeit verändern kann und es sogar tut. Kontinuierlich verändert er sich. Es ist nicht in Beton gegossen, es ist nur der momentane Zustand. Weißt du, es gibt nicht wenige Christen, die leben so, als ob ihre momentanen Umstände ihr Gott sind. Oder zumindest ihr Götze. Diese Umstände bestimmen ihr ganzes Denken, ihren Glauben. Und sie sehen davon ihre Möglichkeiten, ihren Aktionsradius, das, was geht und was nicht geht, völlig bestimmt. Die Umstände bestimmen ihr Leben. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Das ist nicht das, was Gott für uns vorbereitet hat. Nicht die Umstände dürfen dich begrenzen, sondern du gehst durch die Umstände in das Eigentliche hinein, was der Herr für dich hat. Die Umstände sind nicht der Ruf Gottes für dein Leben. Die Umstände sind nicht der Aktionsradius, den er dir gesetzt hat für dein Leben. Die Umstände sind nur die Umstände, es ist nur der Ist-Zustand. Mit dem Herrn kann sich das jederzeit verändern. Lass dich davon nicht eingrenzen, lass dich davon nicht bestimmen. Weißt du, in der Bibel finden wir so viele Beispiele davon, wo Leute durch teilweise katastrophale, schwierige, herausfordernde Umstände gerade in das hineingekommen sind, was der Herr für sie hat. Denk an Josef, denk an David, denk an Daniel, denk an die Leute im Feuerofen und so weiter und so weiter. Durch die Schwierigkeiten, durch die Herausforderungen, durch die Umstände kamen sie gerade in das hinein. Sie sind da nicht hocken geblieben und haben gesagt, jetzt ist das eben so und ich kann nicht, sondern sie sind weitergegangen und der Herr hat ihnen ihre eigentliche Bestimmung hineingebracht. Das ist das Tal des Todesschattens, wo du durchgehst und die Versorgung Gottes spürst, wie es im Psalm 23 heißt. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist. Lass die Umstände nicht dein Leben bestimmen. Mach sie nicht zum Götzen, sondern schau auf den Herrn, was er sagt und sagt, das ist das, was für mich gilt. Und da bewege ich mich hin, da gehe ich rein. Der Ist-Zustand ist nur der Ist-Zustand. Der Herr hat aber gesagt, es gibt einen anderen Zustand, einen Soll-Zustand und da bewege ich mich hin. Das ist die Vision, das ist das Ziel, das ist das, was er gesagt hat. Von mir aus durch ein prophetisches Wort. Da bewege ich mich hin. Und das muss für dein Leben gelten. Komm weg davon, die Umstände zu wichtig zu nehmen. Sie können sich jederzeit verändern. Ein kleines Eingreifen des Herrn und alles ist auf einmal anders. Und ich wünsche dir, dass du das verstehst und für dich persönlich in Anspruch nimmst, dass du sagst, für mich gilt nicht mein momentanes Lebensumfeld, meine Situation, was geht und was nicht geht, sondern für mich gilt, was der Herr sagt. Und wenn er sagt, ich will dich an einen bestimmten Ort bringen, ich will dir etwas Bestimmtes schenken, ich will dich heilen, ich will was auch immer für dich tun, dann halte daran fest, beweg dich darauf hin und du wirst merken, Gott hat viel, viel Erfolg.